Wir starten nun mit der Tagesordnung. Ich rufe auf Top 62. Das ist der Setzpunkt der Fraktion der SPD. Ist die mit dem Titel Gute Bedingungen für Schulen, gute Bildung für alle. Redezeit vereinbart 10 Minuten, ist die Drucksache 209286. Und ich darf als erste Rednerin Frau Abgeordnete Heidsommer das Wort geben. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Damen und Herren, als SPD-Fraktion setzen wir heute die Frage nach Arbeitsbedingungen auf die Tagesordnung. Uns ist wichtig, dass Schülerinnen und Schüler in unserem Land eine qualitativ hochwertige Bildung erhalten. Für uns ist wichtig, dass alle Schülerinnen und Schüler gleiche Chancen haben. Für uns ist der Zusammenhang zwischen guten Arbeitsbedingungen und guter Qualität der Bildung offensichtlich. In Schulen arbeiten heute längst nicht mehr nur Lehrerinnen und Lehrer, sondern viele Menschen mit ganz unterschiedlichen Professionen. Diese Menschen bilden und erziehen gemeinsam unsere Kinder. Sie gestalten damit unsere Zukunft. Sie leisten damit einen entscheidenden Beitrag für gesellschaftlichen Zusammenhalt. Deshalb ist es im Interesse unseres Bundeslandes Hessen, dass der Arbeitsplatz Schule attraktiv ist, gerade auch in Krisenzeiten. Meine Damen und Herren, motivierte, gesunde und gut ausgebildete Beschäftigte sind das A und O guter Schulen. Sie sind das Rückgrat guter Schulen. Wir konkurrieren als Arbeitgeber mit anderen Arbeitgebern und auch mit anderen Bundesländern und müssen uns alleine schon deshalb um gute Arbeitsbedingungen kümmern. Die Hessische Landesregierung berücksichtigt diese Zusammenhänge in ihrer Bildungspolitik leider nur unzureichend. Meine Damen und Herren, schulische Praxis hat sich in den letzten Jahrzehnten massiv verändert. Diese Veränderungen wurden aber bei den Arbeitsbedingungen an Schule kaum berücksichtigt. Als ich im Jahr 2003, damals hieß es noch Referendariat, ging, war der gebundene Ganztagsunterricht an meiner Ausbildungsschule, der Ganztagsgrundschule Gießen-West, in Hessen die absolute Ausnahme. Mittlerweile sind ganztägig arbeitende Schulen mit Nachmittagsangebot die Regel. Gebundene Ganztagsschule sind leider die Ausnahme geblieben. Als ich in dieser Zeit die ersten Erfahrungen im gemeinsamen Unterricht gemacht habe, war das außergewöhnlich. Heute haben sich praktisch alle Schulen auf den Weg zu inklusiv arbeitenden Systemen gemacht, auch wenn sich die Bedingungen im Vergleich zum gemeinsamen Unterricht verschlechtert haben. Den Unterricht, den ich an den meisten Schulen im Referendariat gesehen habe, war davon geprägt, dass eine Lehrkraft eine Klasse unterrichtete. Heute sind es oft mehrere Erwachsene, die in multiprofessionellen Teams zusammenarbeiten. Der Medieneinsatz im Unterricht bestand in den Anfangszeiten meines Schuldienstes meist in Bildern, Anschauungsmaterial, Arbeitsblättern und dem Overhead-Projektor. Auch wenn die Digitalisierung in Hessen noch in den Kinderschuhen steckt, werden mittlerweile Grundschulkinder an die zielführende und sichere Nutzung moderner Medien herangeführt. Kinder aus anderen Ländern kamen in unser Einwanderungsland schon immer. Die massiven Migrationsbewegungen seit 2015 stellen die Schulen aber vor neue Integrationsaufgaben mit auch wiederum Auswirkungen für den Unterricht. Die Beratung von Eltern und die Erziehungsaufgaben spielten auch vor knapp 20 Jahren eine große Rolle. Meine Damen und Herren, dass aber ein wachsender Anteil der Kinder grundlegende Kompetenzen für die erfolgreiche Teilnahme am Unterricht erst in der Schule erwerben muss, ist neu. Eine viel größere Beratung und Kooperation mit außerschulischen Institutionen ist hierfür notwendig. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, um es zusammenzufassen, die Schulen in Hessen haben in den letzten knapp 20 Jahren eine ganze Reihe zusätzlicher Aufgaben erhalten. Abgegeben haben sie aber keine Aufgabe. Dies führt im Arbeitsalltag häufig zu einer sehr hohen Belastung, oft auch zu einer Überforderung.
die Landesregierung betont, dass so viele Stellen wie noch nie geschaffen wurden. Dies will ich auch ausdrücklich anerkennen. Aber das, was Schule zu leisten hat, ist viel, viel mehr gestiegen. Alleine das Beispiel Ganztag zeigt, dass natürlich mehr Schulzeit auch mehr Leitungs- und Lehrzeit bedeuten. Es gibt so viele Aufgaben an hessischen Schulen wie noch nie. Dazu braucht es mehr Stellen und vor allem Menschen, die Ahnung von Schule haben. Geschaffen haben sie, verehrter Professor Dr. Lorz, aber Stellenhülsen, die aufgrund des Fachkräftemangels meist leer bleiben. Die meisten in Schule beschäftigten Personen sind weiterhin Lehrkräfte. Die Ausweitung ihrer Aufgaben hat aber nie zu einer Senkung ihrer Deputate, nie zu einer Senkung ihrer Unterrichtsverpflichtung geführt. Die Unterrichtsverpflichtung der hessischen Grundschullehrkräfte ist die höchste in der Bundesrepublik Deutschland. Die Folge davon ist, dass sehr viele Kolleginnen und Kollegen ihre Arbeit nicht so schaffen, wie sie das wollen und wie es auch im Interesse der Kinder und Jugendlichen wäre. Die vielen Überlastungsanzeigen der letzten Jahre sprechen dafür. Es gibt ein strukturelles Problem. Als ehemaliges Mitglied des Hauptpersonalrats Schule habe ich immer wieder folgende Reaktionsweisen von Lehrkräften gehört. Manche Lehrkräfte arbeiten unter ihren eigenen Qualitätsstandards, weil sie es sonst nicht schaffen. Darunter leiden sie dann psychisch. Andere Lehrkräfte reduzieren ihre volle Stelle, um weiterhin die Qualität zu erfüllen, die sie in ihre Arbeit setzen. Meine Damen und Herren, das ist Selbstausbeutung. Manche Lehrkräfte arbeiten weit über ihre Belastungsgrenze, bis sie krank werden und ausfallen. Meine Damen und Herren, die von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Frankfurt vorgelegte wissenschaftliche Arbeitszeitstudie zeigt deutlich, die hessischen Lehrerinnen und Lehrer arbeiten sehr viel und sind einer hohen Belastung ausgesetzt. Spätestens das Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom September wird auch Sie, die hessische Landesregierung, zwingen, Arbeitszeiten aller an Schule beschäftigten Personen zu erfassen. Lassen Sie uns verhindern, dass Stechuhren an den Schulen eingeführt werden müssen. Sehr geehrter Staatsminister Prof. Dr. Lorz, beauftragen Sie als ersten Schritt eine unabhängige wissenschaftliche Studie in Kooperation mit den Personalvertretungen, die die tatsächliche Arbeitszeit und Arbeitsbelastung der Lehrkräfte erhebt. Für uns als SPD ist klar, gute Arbeitsbedingungen an Schule sind die Voraussetzung für gute Bildung. Gute Arbeitsbedingungen an Schule sind die Voraussetzung für Chancengleichheit der Schülerinnen und Schüler. Gute Arbeitsbedingungen an Schule sind die Voraussetzung für ein Schulsystem, das kein Kind zurücklässt. Verbesserungen sind aber an vielen Stellen notwendig. Es muss endlich anerkannt werden, dass die Arbeit an Grundschulen formal der Arbeit an anderen Schulen gleichwertig entspricht. Die Nachbarbundesländer haben es vorgemacht. Hessen darf hier nicht weiter hinten bleiben. Wir fordern A13 für professionelle Grundschullehrkräfte. Schulleitungen müssen entlastet werden. Stellvertretende Schulleiter brauchen mindestens die Hälfte ihres Deputats als Entlastung. Alleine neue Stellen zu schaffen, reicht nicht. Diese Stellen müssen auch mit Zeit ausgestattet werden. Im Studium müssen Lehramtsstudierende besser beraten und betreut werden. Im schulpraktischen Bereich müssen Beratung und Betreuung als Arbeitszeit anerkannt werden. Meine Damen und Herren, es arbeiten an unseren Schulen sehr viele Menschen, die nicht zwei Staatsexamen haben, mit befristeten Kettenverträgen. Wir werden aber auch in Zukunft diese Menschen brauchen. Bieten Sie diesen Menschen die Möglichkeit berufsbegleitender Qualifizierung und einer dauerhaften Anstellung im Schuldienst. Bei der Schulsozialarbeit brauchen wir endlich eine landesweite Strategie und klare Definition konkreter Aufgaben, aus denen sich ein realer Bedarf ergeben kann. Meine Damen und Herren,
Immer weniger Lehrkräfte, pädagogische Beschäftigte, Schulleitungsmitglieder sind zufrieden mit den Arbeitsbedingungen in ihrem Beruf. Sie wünschen sich drei Dinge, Herr Prof. Dr. Lorz: Entlastung, Wertschätzung und angemessene Bezahlung. Hören Sie auf, die Probleme in Sonntagsreden herunterzuspielen. Nehmen Sie die Kritik der Beschäftigten, die Kritik der Schülerinnen und Schüler und die Kritik der Eltern ernst. Unsere Schulen müssen ein attraktiverer Arbeitsort werden. Nur dann werden wir neue Beschäftigte in unseren Bildungseinrichtungen begrüßen können. Nur dann können die Menschen, die in unseren Schulen arbeiten, bis zum Eintritt in den Ruhestand durchhalten, ohne krank zu werden. Und nur dann werden wir kluge Köpfe nicht an andere Bundesländer mit attraktiveren Bedingungen verlieren. Meine Damen und Herren, lassen Sie uns gemeinsam anerkennen, gute Arbeitsbedingungen sind die Grundvoraussetzung für Bildungschancen und Chancengleichheit. Die Zustimmung zu unserem Antrag ist hierfür ein erster Schritt. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Als nächstes erteile ich Herrn Scholz von der AfD das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Verehrte Damen und Herren, werte SPD-Genossen, voran meine Gratulation zu Ihrer tiefen Einsicht, dass die Herstellung guter Bildung auch guter Rahmenbedingungen bedürfe. Eine Antwort auf die sich sachlogisch anschließende Frage, herzlichen Dank. Was Sie eigentlich unter einer guten Bildung verstehen, verrät uns Ihr Antrag leider nicht. Richten wir doch einmal den Blick auf die Verlierer im Bildungsvergleich der Bundesländer. Dann ist leicht zu erkennen, diese werden sämtlich von der SPD geführt oder diese besitzen dort zumindest Regierungsbeteiligung. Und gerade Sie inszenieren sich in Hessen als die Pioniere eines erfolgreichen Bildungssystems. Zur Erinnerung, meine Damen und Herren, das tiefrote Bremen trägt seit langem in Sachen Bildung die rote Laterne. Allerdings auch das schwarz-grüne Hessen hat keinen Grund, die Sektkorken knallen zu lassen. Denn im Bildungsmonitor 2022 liegt es doch gerade einmal 7 Punkte vor dem Laternenträger Bremen und fast 17 Punkte zum erstplatzierten Freistaat Sachsen. Es trennen uns also Lichtjahre von einer guten Bildung, meine Damen und Herren. Dagegen verspricht die krisenerfahrene SPD, dass mit ihr in Regierungsverantwortung natürlich alles gut werde. Glauben Sie denn tatsächlich, dass sich unsere Lehrer durch schöne Worte, bunte Bildchen und Broschüren in Verbindung mit einer überschaubaren monetären Anreiz plötzlich stärker wertgeschätzt fühlen? Glauben Sie weiterhin, junge Menschen mit Qualifizierungsmaßnahmen oder mehr Studienplätzen oder Hülsen für den nach meiner Ansicht schönsten Beruf der Welt entflammen können? Ja, dann zeigt das mir, dass Sie gar nichts begriffen haben. Es ist durchaus richtig, dass Lehrer durch viele Verwaltungsaufgaben von ihrem eigentlichen Kerngeschäft, dem Lehren und Erziehen, ferngehalten werden. Und genau deshalb plädieren wir schon seit Jahren dafür, zur Entlastung Verwaltungsassistentenstellen einzurichten. Gleiches gilt auch für die Stellen für IT-Spezialisten zur Wartung der schulischen digitalen Infrastruktur. Allein, Herr Professor, es passiert kaum etwas. Die vorgeschlagene Verringerung der Lehrdeputate ist zu Zeiten des Mangels an qualifizierten Fachlehrern geradezu kontraproduktiv. Ihr Antrag, werte Genossen, laboriert an Symptomen herum, anstatt deren Ursachen zu benennen und Maßnahmen zu ihrer Bekämpfung vorzuschlagen. Den Grund für dieses Vorgehen kennen Sie sehr genau.
meine Damen und Herren, stellen wir uns doch einmal die Frage, was ist denn eigentlich, das unsere Lehrer derart belastet? Eingedenk des Umstandes, dass viele von Ihnen, trotzdem sie gemäß der neuesten OECD-Studie zu den Spitzenverdienern zählen, zutiefst unglücklich sind und als Folge hiervon nur noch der Ausweg in die Krankheit oder Dienstunfähigkeit übrig bleibt. Wodurch genau fühlen sich denn unsere Lehrer gering geschätzt? Sie alle kennen die Antwort. Nur aufgrund ihrer rosaroten Ideologiebrillen erkennen sie den raumsitzenden Gorilla nicht einmal. Aber gemäß des pädagogischen Prinzips der ständigen Wiederholung werde ich Ihnen die Ursachen erneut in Erinnerung rufen. Beginnen wir mit dem Bildungsgang unserer Lehrer. Gerade junge Kollegen fühlen sich durch ihr universitäres Studium und das anschließende Referendariat nur unzureichend auf den Beruf des Lehrers vorbereitet. Da insbesondere in den Lehramtsstudiengängen der Praxisbezug weiterhin zu gering ausfällt, reine Theorievermittlung ohne die permanente Anwendung und Einübung in der schulischen Praxis generiert nun einmal keinen nachhaltigen Effekt hinsichtlich der Berufsfähigkeit. Ein Praxissemester ist ein guter Anfang, reicht aber bei weitem nicht aus. Nicht wenige Referendare brechen daher ihr Vorhaben, Lehrer zu werden, ab. Der wahrgenommene Unterschied zwischen Anspruch und Wirklichkeit erscheint vielen unüberbrückbar. Spätestens hier bemerken diese, dass sich z.B. die Praxis der Inklusion, die ja vorhin angesprochen wurde, mit der ideologischen Brechstange ohne jegliches Augenmaß verheerend auf den Schulalltag auswirkt. Sie beobachten, dass die Regelschullehrer mit dieser Aufgabenstellung heillos überfordert sind und weder eine Förderung der betroffenen Schüler noch der Regelschüler wirklich gelingt. Sie treten den vielfältigen Aufgaben eines Lehrers vor dem Hintergrund eines eklatanten Lehrermangels, wie etwa dem zeitintensiven Vor- und Nachbereitungsaufwand des Unterrichts sowie dem abnehmenden Respekt der Schüler weitgehend unvorbereitet gegenüber. Welchen weiteren Belastungen sind unsere Lehrer ausgesetzt? Zunächst ist festzustellen, dass unsere Kinder aufgrund des erheblichen Personalmangels bereits an den Kitas nur ungenügend auf den Übergang in die Schule vorbereitet werden. So beklagen Lehrer seit Langem, dass es bereits den Erstklässlern an der Fähigkeit mangele, Grenzen einzuhalten, welche durch Defizite hinsichtlich der Erbringung grundlegender psychischer Fertigkeiten, wie z.B. Regelakzeptanz, Annahme von Anforderungen und Konzentrationsvermögen Ausdruck findet. Ferner wird seitens der Lehrer kritisiert, dass aufgrund des stetig ansteigenden Anteils von Kindern mit Migrationshintergrund keine ausreichenden Sprachkenntnisse und zudem lediglich mangelhafte familiäre Unterstützungsressourcen vorhanden sind. Sehr verehrte Genossen der SPD, Sie haben eine ungeordnete Zuwanderungspolitik mitzuverantworten, welche unsere Schulklassen bescherte, in denen Schüler mit deutscher Muttersprache nur mehr eine Randgruppendasein fristen. Und das ist eine Realität. Und Sie sind auch genau diejenigen, welche die Realisierung des uralten roten Traumes von der sozialistischen Einheitsschule versehen mit stromlinienförmigen Lehrern zu ihrem Leuchtturmprojekt erhoben haben. Äußere Differenzierungsmöglichkeiten versuchten Sie mit dem Ausbau lediglich binnendifferenzierender Gesamtschulen den Garaus zu machen. Ein differenziertes und leistungsorientiertes Schulsystem ist nämlich unverträglich mit Ihrem Gleichheitswahn. Die Wirkung hiervon ist, dass die Lehrer zunehmend hinsichtlich ihrer ethnokulturellen Zusammensetzung als auch ihrer Leistungsfähigkeit stark inhomogene Klassen zu unterrichten haben. Es sind nicht zuletzt genau diese Umstände, welche unsere Lehrer an ihre Belastungsgrenzen führen. Die mangelhafte räumliche und sächliche Ausstattung vieler unserer Schulen und der nur sehr schleppend voranschreitende Ausbau ihrer digitalen Infrastruktur tun das Übrige. An diesen politischen Fehlentscheidungen waren Sie
verehrte Genossen, allsamt an prominenter Position beteiligt, Fehlentscheidungen, welche die Erteilung normalen Präsenzunterrichts stark beeinträchtigen und unsere Lehrer und Schüler schweren Belastungen aussetzen. Ein Leserkommentar zu einer unlängst zu diesem Thema erschienenen Artikels aus der Welt liefert das treffende Sprachbild hierzu. Ich zitiere, man braucht nur unangekündigt die Klassentür einer Gesamtschule in Offenbach zu öffnen, und man sieht auf den ersten Blick, woran es unserem Bildungssystem im Jahre 2022 mangelt. Zitat Ende. Auch die erneute Erstellung einer wissenschaftlichen Arbeitszeitstudie, sie wurde schon angesprochen, wie sie in Punkt 3 des Antrags eingefordert wird, ändert an diesem erschreckenden Tatbestand überhaupt nichts. Sie ist zudem entbehrlich, auch hier angesprochen, da die Universität Göttingen bereits 2020 im Auftrag der GEW-Daten zur Arbeitsbelastung von 1.199 Frankfurter Lehrern aus 64 Schulen erhob. Die ernüchternden Ergebnisse der Datenauswertung können Sie dem Netz entnehmen. Meine Damen und Herren, das größte zu lösende Problem im Bildungsbereich ist und bleibt der mittlerweile chronische Lehrermangel. Hierzu genügt es einfach nicht, lediglich neue Studienplätze zu schaffen. Diese müssen auch belegt werden, und zwar mit solchen Studenten, die für diesen Beruf brennen. Entsprechende Vorschläge hierzu liegen Ihnen zur Genüge vor. Diese ignorieren Sie ja bekanntlich großzügig. Es würde aber schon genügen, wenn Sie sich alternativ Finnland zum Vorbild nehmen würden. Dort wird an den Gymnasien frühzeitig und systematisch nach geeigneten Kandidaten Ausschau gehalten, und diese werden dann auch zielgenau gefördert und zum Lehrerberuf hingeführt. Übrigens, das zum Schluss, meine Damen und Herren, Ihre Forderung nach Ausbau der Schulpsychologie und Schulsozialarbeit finde ich recht amüsant. Waren es nicht Sie, der selbsternannte Block der sogenannten demokratischen Fraktionen, welcher sämtliche unserer diesbezüglichen Initiativen zur Schaffung von mehr Stellen für Schulpsychologen ablehnte? Meine Damen und Herren, der vorliegende Antrag ist entbehrlich und erfährt selbstverständlich unsere Ablehnung. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als nächstes darf ich Herrn Abgeordneten May von Bündnis 90 Die Grünen das Wort geben. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, ich möchte auf die Einlassung des Vorredners nur einen Satz verschwenden, aber mehr sind Sie nicht wert. Nämlich, ich möchte hier nachdrücklich hinterlegen, wenn Sie hier von einem demokratischen Block sprechen, dann kann ich, glaube ich, für diese fünf Parteien, die demokratischen Parteien hier im Landtag, tatsächlich feststellen, dass Ihre Vorhaltung, Ihre gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, Ihre Sündenbockreden, dass Sie hier alles einzelnen Gruppen von Schülerinnen und Schüler alle Probleme in die Schuhe schieben wollen, dass uns das wirklich allen zuwider ist und dass diese Perspektive auch nichts mit der schulischen Wirklichkeit zu tun hat und, glaube ich, von allen Lehrerinnen und Lehrern, Schülerinnen und Schülern und Eltern abgelehnt wird. Ja, werte Kolleginnen und Kollegen, unsere Schulen sehen sich vielen herausfordernden Situationen gegenüber. Die Krisen, die die Gesellschaft konfrontieren, sie machen vor der Schultür nicht Halt. Und wir wissen natürlich, dass Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer sich stark beansprucht fühlen. Die Jahre der Pandemie haben sie sicherlich herausgefordert. Und es sei ja auch nicht ohne Grund, weshalb wir gesagt haben, natürlich, wo die Schulen so herausgefordert sind, braucht es spezielle Programme, brauchen wir ein Kompensationsprogramm Löwenstaat. Wir brauchen dezentrale Maßnahmen an den Schulen für Nachhilfe, für Kompensation, für eben, dass die Schülerinnen und Schüler den Stoff nachholen können. Und wir brauchen eben auch zentrale Maßnahmen wie zusätzliche Schulpsychologinnen, die wir eingesetzt haben. Und natürlich sagen wir auch,
angesichts der Situation, die wir uns heute gegenüberstehen, wir werden gleich über den Haushalt reden, wenn wir eine sprunghaft wachsende Anzahl von Schülerinnen und Schülern haben, dann brauchen wir auch mehr Stellen im System, dann brauchen wir mehr Lehrerinnen und Lehrer, brauchen wir mehr Schulsozialarbeiter. Das alles stellen wir im Haushalt dar. Wir beschreiben also nicht nur die Herausforderungen, sondern wir gehen sie aktiv an. Wir setzen Lösungsansätze hier auf die Tagesordnung, und das unterscheidet uns, glaube ich, massiv von der Opposition. Und ich möchte an dieser Stelle auch sagen, der Schulbetrieb ist eben nicht nur Krisenbewältigung, sondern die Situation an unseren Schulen ist eben auch davon geprägt, dass sich Schulen stetig weiterentwickeln. Sie sind eben damit beschäftigt, zu schauen, wie können wir Qualität von Unterricht weiterentwickeln, wie können wir digitale Medien geschickt im Unterricht einsetzen, wie können wir unsere Schule zu ganztägig arbeitenden Schulen weiterentwickeln, wie schaffen wir es, dass aus einem Kollegium, das natürlich in der Hauptsache aus Lehrerinnen und Lehrern noch besteht, aber wie wir dort andere Professionen integrieren, wie schaffen wir es, dass wir multiprofessionelle Teams werden, wie schaffen wir aus dass aus der Situation, wo die meisten Lehrerinnen und Lehrer noch allein unterrichten, dass wir mehr Teamteaching an unseren Schulen bringen. Das alles sehen wir an unseren Schulen. Das zeigt, wie stark unsere Schulen sind und dass die Schulen engagiert sind. Und dieses Engagement der Schulen vor Ort wollen wir nutzen und mit ihnen zusammen Schulentwicklung machen. Und das ist, glaube ich, doch ein sehr viel positiveres Bild von Schule, was wir haben. Und das eben nicht nur sagt, was da Herausforderungen sind, sondern unsere Schulen schaffen jeden Tag sehr viel. Und weil wir sehen, dass dort so viel geschafft wird, aber eben auch die Herausforderungen dieser Zeit engagiert herangegangen sind, glaube ich, ist es auch richtig, in jeder Plenardebatte, wo über Schule diskutiert wird, auch zu sagen, dass alles wird nicht von Wiesbaden, vom Kultusministerium, vom Landtag aus geschaffen, sondern wir setzen die Rahmenbedingungen. Geschaffen wird es von den engagierten Lehrerinnen und Lehrern, von den Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeitern, aber auch eben von den Eltern und den Schülerinnen und Schülern zusammen. Sie sorgen dafür, dass jeden Tag in Hessen Schule gelingt. Haben Sie vielen Dank dafür. Ja, das alles haben wir so in einer Plenarrunde vor nicht mal einem Monat schon einmal besprochen. Der heutige Morgen hat zumindest von der Seite der antragstellenden Fraktion wenig Neues auf den Weg gebracht. Alter Wein in neuen Schläuchen sozusagen. Und von daher möchte ich das, was die antragstellende Fraktion heute zur Abstimmung gestellt hat, einmal daran reflektieren, was die Koalitionsfraktionen bereits im letzten Plenum Ihnen als Antrag vorgelegt haben. Mit der Drucksache 9200 können Sie das noch einmal nachschauen. Zunächst einmal, wenn ich mir den Antrag der Kolleginnen und Kollegen der SPD-Fraktion anschaue, muss ich sagen, dass wenig Konkretes im Antrag drin ist. Es gibt eine Ausnahme, wo die Kollegin Heidt-Sommer heute darüber hinausgegangen ist. Da möchte ich später darauf eingehen. Aber im Wesentlichen nichts Neues und alles ziemlich wolkig und ungefähr. Ich nehme mal die Ziffer 5 heraus. Da wird von weiteren Studienplätzen oder von Qualifizierungsprogrammen gesprochen. Die Koalition hat das schon lange angepackt. Wir haben in mehreren Tranchen Studienplätze, Plätze an den Studienseminaren und in der Weiterbildung aufgebaut. Sie können das in dem Ziffer 4 des Antrags, den wir im letzten Mal schon vorgelegt haben, alles genau nachlesen. Also an dieser Stelle nichts Neues von der SPD-Fraktion, sondern nur das Aufgreifen von Maßnahmen, die CDU und Grüne bereits auf den Weg gebracht haben. Ein besonderer Erfolg in diesem Zusammenhang, Herr Kollege Eckert, möchte ich auch mal darauf hinweisen, dass wir es geschafft haben, an der Universität Kassel einen Studiengang Förderpädagogik neu auf den Weg zu bekommen und nochmals 60 Studienplätze zusätzlich zu dem, was wir in diesem Bereich schon aufgebaut haben, nochmals zusätzlich auf den Weg gebracht haben und damit die Fachkräftesicherung im Bereich Förderpädagogik insgesamt stark verbessert haben, aber ganz besonders für den Bereich Nordhessen eine ganz wichtige Maßnahme auf den Weg gebracht haben. Wir haben im Koalitionsvertrag auch so eine Forderung aus dem SPD-Antrag von heute Morgen bereits gesagt, wir wollen eine förderpädagogische Grundzuweisung. Wir haben deswegen schon verwirklicht, dass alle Grundschulen ab 250 Schülerinnen und Schüler eine förderpädagogische Grundzuweisung optieren können. Und wir haben auf den Weg gebracht, dass rund 40 weiterführende Schulen in Form eines Piloten eine förderpädagogische Grundzuweisung optieren können. Sie sehen also, auch an dieser Stelle haben wir das schon auf den Weg gebracht. Also nichts Neues in Ihrem Antrag. In Ihrer Initiative sprechen Sie sich auch für den Ausbau von Schulsozialarbeit aus.
Auch an dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass CDU und Grüne bereits seit langem ein Landesprogramm für Schulsozialarbeit geschaffen haben, in dem wir bereits 1.000 Stellen haben und ein weiterer Ausbau im Haushalt, den wir gleich beraten werden, vorgesehen ist. Also auch an dieser Stelle nichts Neues, sondern nur die Bestätigung von bestehenden Programmen der Koalition. Also von daher sehe ich an dieser Stelle nur, sag ich mal, mehr von dem, was wir sowieso schon machen. Das ist eine Auszeichnung für das, was wir machen. Aber an einer Stelle sind Sie dann doch ein bisschen darüber hinausgegangen, was zumindest die SPD-Fraktion bisher gefordert hat und was wir aber auch im letzten Plenum schon mal dargelegt hatten, wo wir wahrscheinlich noch etwas Weiteres machen müssen. Wir haben schon sehr viel im Bereich Weiterqualifizierung auf den Weg gebracht. Sie können mit einer akademischen Ausbildung, wo Sie ein Fach als Schulfach anerkennen lassen, können Sie in die Weiterbildung reingehen. Dies erstmal so als freundschaftlicher Hinweis. Aber ich habe auch im letzten Plenum schon gesagt, wir werden vermutlich die Situation noch weitergehen, dass wir in dem Bereich der TVH-Kräfte, dass wir dort Leute, die wir schon im System haben, dass wir dort noch einmal weitere Ideen verwirklichen müssen, wie wir diese weiterqualifizieren können, damit wir an dieser Stelle eben einen Übergang in das reguläre Schulsystem haben. Und an dieser Stelle, werte Kolleginnen und Kollegen von der SPD, würde mich dann mal interessieren, wie Sie das dann weiterentwickeln wollten. Leider sind Sie an dieser Stelle heute nicht besonders deutlich geworden, aber da freue ich mich auf die weiteren Beratungen mit Ihnen. Insgesamt war aber Ihr Redebeitrag davon geprägt, dass Sie viele Dinge dramatisch dargestellt haben. Ich glaube, dass das ein bisschen unausgewogen ist. Man muss natürlich die Herausforderungen im Schulsystem benennen, aber man muss eben auch sehen, was geleistet wird. Und wenn man die Herausforderungen benennt, dann müsste man auch den Schritt gehen, zu sagen, was man denn anders machen möchte, wo das alternative konzeptionelle Idee ist, die Sie entwickeln wollen. Und an dieser Stelle haben Sie leider gar nichts geliefert. Sie haben sich hier nicht als Regierung im Wartestand präsentiert, sondern als Opposition im Tiefschlaf. Der Kollege Degen hat im letzten Plenum seine Ausführungen damit geschlossen, dass er gesagt hat, auch wir werden nicht alles sofort lösen können. Und dann dafür braucht es einen Plan. Mit Ihrer heutigen Initiative haben Sie aber eher vorgeführt, dass Sie keinen Plan haben. Und der vorgelegte Antrag ist im Wesentlichen trivial und windig. Für uns möchte ich hingegen feststellen, wir sehen die Herausforderungen und Belastungen im Schulbereich. Wir sehen aber auch, wie dort jeden Tag hervorragend Schule entwickelt wird. Wir wollen zusammen mit den Schulgemeinden weitere Maßnahmen entwickeln, wie wir alle an Schulen Beteiligten entlasten können, wie wir dort weitere Qualitätsentwicklung voranbringen können. Dazu stellen wir neue Konzepte und Mittel zur Verfügung. Wir sind die verlässlichen Partner für die Schulen in Hessen, und wir werden diesen Weg zusammen mit den Schulen kontinuierlich weitergehen. Vielen Dank. Als nächstes hat der fraktionslose Abgeordnete Kahnt das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn wir über gute Arbeitsbedingungen sprechen, reden wir von Umständen, unter denen Arbeitsleistungen erbracht werden, psychische und physische Gesundheit, ein auskömmliches Einkommen und Wertschätzung führen zur Arbeitszufriedenheit. Auch für Lehrkräfte gilt, gute Arbeitsplatzbedingungen gehören zur ausgewogenen Work-Life-Balance. Mit Drucksache 20-85555 bestätigt die Landesregierung sich insgesamt für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen und den Erhalt der Gesundheit von Lehrkräften einzusetzen. Unabhängig davon, Hessen leidet unter einem Lehrkräftemangel, besonders in Grundschulen. Er wäre noch größer, wäre es Kultusminister Prof. Lorz seit seinem Amtsantritt nicht gelungen, für einen bemerkenswerten Stellenzuwachs von über 4.000 Stellen zu sorgen. Das sollte einmal anerkannt werden.
Die Forderung der SPD-Fraktion nach mehr Lehrkräften ist nicht neu, aber nachvollziehbar. Obwohl schon oft darüber debattiert wurde, Antworten, woher diese zusätzlichen Lehrkräfte kommen sollen, stehen aus. Es gibt einfach nicht genügend Lehramtsbewerberinnen und Bewerber, und backen kann man sie sich gewiss nicht. Wer sich für die Erhöhung der Besoldung von Grundschullehrkräften stark macht, darf nicht außer Acht lassen, im europäischen Vergleich liegt die Besoldung von Lehrkräften in Deutschland an zweiter Stelle. Und die Attraktivität des Lehrberufs hängt nicht allein von höherer Besoldung, sondern auch vom Sinngehalt und einer hohen Identifikation und einem Arbeitsethos mit dem Lehrerberuf ab und von dem Bewusstsein, einen bedeutsamen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. Befragt man Grundschullehrkräfte, was dringlicher für sie ist, höhere Besoldung oder Reduzierung der wöchentlichen Pflichtstundenzahl, erhält man eindeutige Antworten. Angesichts zunehmender Beanspruchungen und Herausforderungen wünscht man sich dringlich eine Absenkung der Pflichtstunden. Wenn man hier nach gemeinsamen Lösungsvorschlägen suchen wird, könnte das zu einer fruchtbaren Debatte führen, was auch die Anhörung zeigte. Natürlich kostet das Geld, aber es wird sich lohnen. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächstes hat die Fraktionsvorsitzende Kula von der Fraktion Die Linke das Wort. Ja, Frau Präsidentin, auf jeden Fall, eines hat die Debatte schon gezeigt. Das Einzige, was die AfD in Sachen Schulpolitik zu bieten hat, ist Ausländer raus. Wir finden, das ist natürlich eher was für Ihre blau-braunen Brüder im Geiste von der NPD, aber nicht für dieses Parlament. Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Lehrkräftemangel, Unterrichtsausfall, Krankheitshöchststände, Hilferufe aus den Schulen, abgehängte Kinder nach den Corona-Einschränkungen und eigentlich auch kein Plan, wie der Ganztagsanspruch für die Grundschulen ab 2026 umgesetzt werden soll. Eine Krise jagt die nächste. Und man könnte meinen, ja, jetzt hat die Landesregierung endlich mal richtig Kohle investiert für die Lehrkräftegewinnung. 779.000 Euro, um den jungen Menschen den Beruf schmackhaft zu machen. Aber leider, ich muss Sie enttäuschen, mit diesen 779.000 Euro, da wurden nicht Pflichtstunden reduziert oder eine Qualifizierungsoffensive für Quereinsteiger umgesetzt oder die Besoldung von Grundschullehrkräften auf das Niveau der anderen Bundesländer angehoben. Nein, mit 779.000 Euro wurden Videoclips produziert. 5 Kurzfilme, jeweils unter einer Minute, aus dem Schulalltag wurden an der Rudolf-Koch-Schule in Offenbach gedreht. Ein super modern ausgestattetes Gymnasium. Und der Inhalt dieser Clips ist so grotesk realitätsfern, dass sie fast ein Satirebeitrag von Heute Show oder Neo-Magazin sein könnten. Nehmen wir mal den Clip unter dem Titel Kiosk. Dort wird die Schulmensa als Sternerestaurant dargestellt. Und in der Realität, da gibt es oft entweder gar keine Mensa oder nur überteuerte und in der Qualität fragwürdige Massenverpflegung. Oder zum Beispiel der Clip Smartboard, in welchem Jugendliche mit einem funktionierenden Smartboard und modernen Tablets Gleichungen lösen und anschließend vor Glück dem Lehrer applaudieren. Wie absurd müssen eigentlich diese gestellten Szenen den jungen Menschen vorkommen, für die sie gemacht wurden, weil sie ein Lehramtsstudium beginnen sollen. Aber die sind doch gerade in den Schulen und sehen die Realität vor Ort, die komplett das Gegenteil ist. Ich finde das eher peinlich, meine Damen und Herren. Nein, Herr Minister, es ist nicht Ihre Aufgabe, die Bedingungen an den hessischen Schulen zu schönen, um den Lehrerberuf attraktiver zu machen. Ihre Aufgabe ist es, die Arbeitsbedingungen an den Schulen zu verbessern, damit das Lehramt wieder attraktiver werden kann. Und wenn auf Instagram die Hälfte aller Follower der Kampagne Lehrer werden in Hessen aus CDU-Ortsverbänden und Landtagsabgeordneten besteht, dann weiß auch jeder endgültig, dass diese 779.000 Euro hervorragend als Steuergelder versenkt worden sind. Und der Lehrerberuf ist bei Jugendlichen in Deutschland eigentlich immer noch einer der beliebtesten Berufe. Und trotzdem fehlen uns Lehrkräfte vor allen Dingen im Grund- und Förderschulbereich. Aber auch an weiterführenden Schulen kommt der Mangel immer deutlicher an.
Jetzt sind zusätzlich ungefähr 15.000 ukrainische Kinder und Jugendliche an unseren Schulen. Der Rechtsanspruch auf den Ganztag an den Grundschulen ab 2026 ist beschlossen. Und diese Landesregierung tut so, als gäbe es überhaupt kein Problem. Das haben wir ja gerade noch einmal vom Kollegen May gehört. Und allen Mahnungen von Eltern, Schülerinnen und Schülern zum Trotz bleibt ein Umdenken bei der Landesregierung aus. Dabei liegen die Vorschläge zur Entlastung der Lehrkräfte doch auf dem Tisch, Herr May. Vielleicht müssen Sie auch einmal zuhören, wenn die Opposition redet. Nirgendwo arbeiten Grundschullehrkräfte mehr als in Hessen. 28,5 Pflichtstunden, wir sind da ein trauriger Spitzenreiter. So habe ich das Motto der Landesregierung Hessen vorn eigentlich nicht verstanden. Und als Dank verdienen dann die hessischen Kolleginnen und Kollegen an den Grundschulen auch noch weniger als in den meisten anderen Bundesländern. Über ein ganzes Berufsleben hinweg summiert sich die Differenz erheblich auf 140.000 Euro gegenüber dem bundesweiten Durchschnitt. Mehr schuften, weniger verdienen, da muss man sich wirklich nicht über einen Mangel an Grundschullehrkräften beschweren, meine Damen und Herren. Und die Pflichtstunden müssen endlich runter, Besoldung nach A13 muss endlich umgesetzt werden. Ich glaube, da hat die Landesregierung viele Möglichkeiten, aber sie tun halt an dieser Stelle einfach nichts. Und an den Grundschulen droht sich der Mangel mit dem Rechtsanspruch noch einmal zu verschärfen. Ab 2026 wird der Bedarf an Lehrkräften, aber eben auch an anderem pädagogischem Personal drastisch erhöht. Dr. Melanie Böwing-Schmalenbrock von der Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik der TU Dortmund hat im letzten Landesjugendhilfeausschuss die quantitativen Bedarfe eindrücklich dargelegt. Bis 2029 braucht es über 50% mehr Betreuungsplätze im Ganztag an hessischen Grundschulen. Und dabei ist noch nicht berücksichtigt, dass viele der aktuellen Ganztagsplätze überhaupt nicht Rechtsanspruch erfüllend sind. Und bei einem Betreuungsschlüssel von 1:10 braucht es dann konservativ gerechnet 5.000 zusätzliche Fachkräfte. Wo sollen die eigentlich herkommen? Wo sind die Konzepte der Landesregierung? Wie wird sichergestellt, dass nicht die Kitas, die jetzt auch schon unter Fachkräftemangel leiden, wieder darunter leiden müssen? Ich sage, die Landesregierung hat überhaupt keinen Plan, wie sie diesen Rechtsanspruch umsetzen soll und streut den Hessinnen und Hessen Sand in die Augen. Und wenn Hessen den Rechtsanspruch auf ganztägige Betreuung an den Grundschulen nicht komplett an die Wand fahren will, dann braucht es jetzt eine Fachkräftegewinnung und eine Verständigung mit der Praxis vor Ort über Qualitätsstandards, sodass auch Inklusion und andere wichtige Aufgaben im Ganztag nicht komplett hinten runterfallen. Aber nicht nur an den Grundschulen gibt es Überlastung. Die Arbeitszeit- und Arbeitsbelastungsstudie der GEW Hessen hat 2020 Erschreckendes zutage gefördert. 21% der Vollzeitlehrkräfte arbeiten mehr als 48 Stunden. 89% der Lehrkräfte sind durch Zeitdruck hoch belastet und müssen Abstriche bei der Qualität ihres Unterrichts machen. 2 von 3 Lehrkräften berichten, dass der Arbeitsdruck im letzten Jahr, also dann 2019, deutlich zugenommen hat. Und eine große Rolle spielen dabei die Vielzahl und außerunterrichtlicher Verpflichtungen. Und viele Lehrerinnen und Lehrer fühlen sich erschöpft und ausgebrannt. Und besorgniserregend ist auch, dass Lehrkräfte mit ihren krankheitsbedingten Fehltagen zwar im Durchschnitt unter den aller Branchen liegen, aber gleichzeitig überdurchschnittlich häufig auch krank zur Arbeit gehen. Und das kann man doch nicht einfach ignorieren, Herr Minister, wie Sie es in den vergangenen Jahren gemacht haben. Sie haben doch eine Fürsorgepflicht für Ihre Beamtinnen und Beamten. Verbessern Sie endlich die Arbeitsbedingungen an den Schulen. Realität ist aber leider, dass Sie ja nicht einmal allen Vertretungskräften die Möglichkeiten geben, ins Lehramt einzusteigen und für Beamte zu werden. Sie setzen weiter auf Befristungen und kurzzeitige Trostpflaster. Damit wird sich aber die Lage an den Schulen sicher nicht entspannen. Und an den Schulen arbeiten ja nicht nur Lehrkräfte. Immer mehr sozialpädagogische Fachkräfte oder auch Teilhabeassistenten sind Teil des Unterrichts oder der Schulgemeinde. Aber statt echte Multiprofessionalität an den Schulen umzusetzen, gibt es nichts als Stückwerk. Echte Schulsozialarbeit bekommt Konkurrenz durch das Landesprogramm UBUS, weil das Land eben auch besser bezahlen kann als die Kommunen vor Ort. Schulpsychologen sind nicht an den Schulen präsent, sondern an den Schulämtern. Und Teilhabeassistenten sind unausgebildete Kräfte, die zwar im Unterricht sind, um beeinträchtigten Kindern zu helfen, aber Teil eines Teams sind sie sicherlich nicht. Und so sieht aus unserer Sicht Multiprofessionalität genau nicht aus. Statt einem chaotischen Nebeneinander braucht es endlich ein Gesamtkonzept für multiprofessionelle Teams an unseren Schulen. Und besonders die Schulpsychologie muss viel näher an die Schülerinnen und Schüler ran. In Hessen kommt ein Schulpsychologe auf 6.300 Schülerinnen und Schüler.
Und damit erreichen wir nicht einmal das selbstgesteckte Ziel der Kultusministerkonferenz von 1970. Da hat man nämlich beschlossen, 1 zu 5.000 ist das Ziel. Ich finde das peinlich im Jahr 2022. Und aus fachlicher Sicht wird ein Versorgungsgrad von 1 zu 1.000 für erforderlich gehalten. Und gerade angesichts der Corona-Krise wäre es doch dringend notwendig gewesen, hier Stellen aufzustocken und die Schulpsychologie an die Schulen zu bringen. Stattdessen gibt es eine Handvoll befristete Stellen. Das wird der Zunahme an schwersten psychischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen überhaupt nicht gerecht, meine Damen und Herren. Und nicht nur die Arbeit selbst ist an den Schulen Beschäftigte eine enorme Belastung, sondern leider auch immer mehr die Umstände. Bröckelnde und zu enge Schulgebäude, fehlende und nicht durchdachte Digitalisierung und kein Rückzugsraum oder Büro, in dem man was korrigieren oder vorbereiten kann. Ein attraktiver Beruf wird der Lehrerberuf erst wieder dann sein, wenn die Arbeitsbedingungen sich drastisch verändern, man einem angenehmen und gut ausgestatteten Arbeitsplatz findet und man Respekt und Anerkennung für seine wichtige Arbeit bekommt. Und das gilt im Übrigen nicht nur für den Lehrerberuf, sondern für alle Berufe im Bildungs- und Sozialbereich. Herbert Grönemeyer würde jetzt sagen, Zeit, dass sich was dreht. Und dieser Kultusminister und diese Landesregierung sind nicht willens, unsere Schulen fit zu machen für die Herausforderungen der Zukunft. Und Herr May, es stimmt auch nicht, dass die Opposition keine Vorschläge macht. Wir haben jetzt einen Gesetzentwurf eingebracht, der heißt Reparierte Schule, wo wir vorschlagen, wie die Landesregierung endlich aktiv werden kann und aus ihrem Tiefschlaf erwachen kann, um die Schulen in einen besseren baulichen Zustand zu versetzen. Vielen Dank. Vielen Dank.